Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Vlog. Andrea wird mich heute richtig auseinandernehmen. Ja, das sehen wir noch. Personal Training. Ja. Ich bin gespannt, was sie sagt. Vielleicht trainiere ich komplett falsch. Es schleicht sich halt dann so ein mit der Zeit manchmal. Wir schauen, oder? Ich werde dich heute ein bisschen reizen. Genau. Ihr könnt gespannt sein. Also gehen wir erstmal rein. Hallo Jackie. Bisschen abgenommen. Aber sehr schön viel hat er abgenommen. Wirklich? Ja, doch. Oh. Süße Maus. Kommst du mit ins Gym? Du kommst aufs Laufband, gell? Ja. Leider ist das Kabel nicht lang genug. Nein. Darum müssen wir jetzt... Und deswegen müssen wir jetzt das Auto erstmal drehen. Das macht jetzt gleich die Claudi für mich. Ja genau, Leute, ich habe einen neuen Tesla. Er sieht eigentlich genauso aus wie der andere Tesla. Aber, jetzt kommt das große Aber, 600 Kilometer fahren kann ich damit. Und das ist für mich natürlich absolut ideal. Ich habe ihn gestern erst geholt und habe jetzt schon festgestellt, sind auch noch andere Sachen neu. Und zwar, wenn ich zum Beispiel abbiegen will, gibt es jetzt eine Kamera. Sobald ich den Blinker setze, sehe ich neben meinem Auto, ob dann Fahrradfahrer ist. Also das ist eine extra Kamera, die eingeschaltet wird. Und das finde ich natürlich super genial. Also Schulterblick kann ich mir auch ersparen. Ich kann halt wirklich komplett mich jetzt auf das Auto verlassen. Also Tesla entwickelt da immer weiter. Und ich bin da wirklich jetzt schon mega begeistert und ich werde euch da auf dem Laufenden halten, wenn ich noch neuere Tools entdecke. Aber sonst ist er eigentlich identisch mit dem anderen. Ja, genau. Nice. Nice. In die Folterkammer. Bist du vorbereitet? Ja. Schön. Ich denke es zumindest. Ich werde es gleich sehen, wie es läuft. Eigentlich habe ich noch Muskelkater und Oberschenkeln vom Montag. Ja, dann geht ja hinten super. Okay. Immer diese Ausreden. Gell? Wird schon rumgezickt. Wir sind noch nicht mal richtig am Gerät und schon wird so ein bisschen differenziert, aber nicht so doll, ne? So, nee. Also wenn dann richtig, ich will ja wissen, was ich verkehrt mache. Ich glaube, du machst nicht so viel verkehrt. What's up? Ich glaube nur, dass man sich selbst so in einer Komfortzone manchmal reinbewegt. Weißt du, dass man nicht weiter überlegt, vielleicht mal einen Satz mehr zu machen, also dass du einfach in deine Routine abspielst und dementsprechend keine neuen Reize setzt. Das gucken wir heute an. Das stimmt, das ist so. Ich habe meinen Trainingsplan eigentlich schon lange nicht mehr verändert, obwohl ich variiere in den Tagen okay. ein bisschen. Also ich baue da noch andere Übungen rein. Das ist aber schon mal gut. Mhm. Sehr schön. Also das schon, wobei im Unterkörper mache ich wirklich fast alles, bis auf Sumos. Mhm. Geht ja hier nicht. Ja. Mache ich fast alle Übungen immer. Aber finde ich auch irgendwie, außer vielleicht auch Front Squats, die mache ich jetzt auch nicht unbedingt. Gestreckte? Also. Stiff Deadlift? Auch nicht. Nee. Warum? Keine Ahnung. Stimmt, die könnte ich eigentlich auch mal wieder einbauen. Könntest du hier super? Mhm. Mit denen auch, nur mit den normalen Handeln. Sumo könntest du hier auch machen. Und zwar mit einem Übergriff. Haben, oder? Ja, nee, nicht mal mit dem Übergriff. Und dann stellst du dich hier rein und bewegst da eigentlich die Hantel so. Nicht wie normal in einem Sumo, wo du wirklich dastehst und die Stange vor dir hast, sondern du kannst sie auch zwischendrin halten. Jetzt kannst du wirklich schön einen breiten Stand nehmen und kannst den V-Griff nehmen, nimmst die Schultern zurück und kannst da wirklich schön squeezen. Ah. Also das kleine Alternative. Also sprich, wo habe ich dann die Stange? Also die freie dann? Die Stange, genau, hast du eigentlich. Die geführte oder die freie? Du kannst die Geführte nehmen. Es ist wesentlich einfacher, vor allem, das kannst du natürlich explosiv machen. Mhm. Aber bei dir würde ich jetzt wirklich, weil du natürlich auch eine gute Mind-Muscle-Connection schon hast, weil das sehe ich ja an deinem Körper, kannst du dich jetzt hier dazwischen stellen und du kannst hier mit einem V-Griff, eigentlich mit dem Latzug, den du, glaube ich, auch hier irgendwo hast, ich schaue noch gleich mal, zum Beispiel den dort, nimmst du den dazwischen und squeeze dich hier richtig rein. Ja, dann lass uns das doch gerade mal anschauen. Wollen wir das machen? Weil dann habe ich nämlich gerade mal wieder neu einen Input, oder? Cool. Nee. Das wäre natürlich super, wenn du einen kleineren Input hättest, aber mit dem nee, soll es eigentlich noch gehen. Nee, ich habe nur dieses hier. Das müsste man sonst... Eins reicht ja, oder? Aber das geht, oder? Wenn du stabil bist. Ja. Aber man könnte es ja auch so einfach drum wickeln, oder? Richtig, genau. Kannst du hier einen Knoten machen. So. Jetzt haben wir hier eine schöne Schleife. Okay.
Wir schauen uns das gleich mal an. Es könnte sein, weil die Stange nicht ganz nach unten geführt wird, dass die Range of Motion nicht ganz so optimal ist. Aber was ich damit meine, ist, siehst du, wenn ich jetzt einen normalen Griff hätte, noch einen schmaleren wäre es, wäre die Range of Motion noch ein bisschen größer. Jetzt schauen wir mal an, wie das mit dem geht. Mhm. Also Sumo Squats ist ja wirklich ein breiterer Stand. Das ist der normale. Deine Fußspitzen zeigen nach außen, der Druck kommt von den Fersen. Deine Schultern ziehst du zurück, du hast einen geraden Rücken und schiebst die Hüfte nach vorne. Also ganz wichtig, das weißt du ja sicher auch, gerader Rücken, du squeezest auch hier eigentlich schon mit dem Po zusammen, du schiebst die Hüfte nach vorne und versuchst diese Position einzuhalten. Auch hier, stolze Brust kann man sich immer gut merken und der Kopf ist immer eine Verlängerung der Wirbelsäule. Also du streckst, sehe ich auch ganz viele, die dann Kreuzheben macht und so machen und sich komplett versteifen und nicht merken, dass sie sich hier komplett auch zusammenziehen. Das sollte nicht der Fall sein. Also, rumnehmen, Schultern zurück, die Fußposition angucken, ist man wirklich gerade und dann schiebst du eigentlich da die Hüfte bzw. den Fußballen, schiebst du die Stange nach vorne. Jetzt muss ich noch mal kurz holst oben Luft, das ist eine Pressatmung. Und siehst du, meinem Oberkörper passiert überhaupt nichts. Du bist wirklich nur, du presst aus den Fersen. Du kannst hier sogar die Fußspitzen hochhalten. Das ist so einfach bildlich besprochen. Und so kannst du eigentlich einen neuen Reiz setzen, was der Po anbelangt und die Innenschenkel. Jetzt ist es so, hier hast du nicht so eine krasse Range of Motion, aber probier sie trotzdem mal aus. Vielleicht mal auch mit ein bisschen mehr Gewicht könntest du wirklich nur in die Haltung gehen. Also, dass du statt absetzt, wirklich die Spannung hältst und nur squeezed. Zu kleine, ja. Zu kleine Bewegungen. So? Ja. Nein. Stopp. Versuch deine Hüfte nach vorne zu. Genau. Dass du hier eigentlich schon den Po anspannst. Deine Schultern sind schön zurück, genau. Oben holst du Luft. Wo holst du Luft? Aus dem Mund oder aus der Nase? Nase. Warum? Weiß nicht. Schau mal. Oder? Okay. Du kannst viel mehr Luft holen. Ja, beim Squat mache ich es mit dem Mund, stimmt. Eben. Okay. Und? Ups. Okay, gut. Fußspitzen mehr nach außen drehen und mehr zur Mitte. Auch hier versuche immer so ein bisschen die Mitte zu finden. Genau, ein bisschen mehr nach vorne, genau. Und jetzt versuch, hief mal deine Zehen nach oben. Genau, so nicht, du hast auch super Schuhe an für das. Das meine ich, das meine ich nicht. Du hast Profil. Wenn du das nächste Mal Beine trainierst, mach bitte keine Profil, so. Ja, richtig, okay. Genau. Weil du da einfach nochmal ausgleichen musst. Auch hier, wenn du Squats machst etc., kannst du dich schneller, also es ist einfach nochmal... Barfuß am besten, oder? Wenn du nicht rutscht, kannst du ja. Und sonst wirklich, ich habe hier zum Beispiel eine ganz flache Sohle, aber ich sehe ganz viele, die Squats machen oder Deadlifts, die dann wirklich hochsqueezen und dann siehst du aber, dass sie hier schon shaken sind. Ja. Und jetzt habe ich auch gesehen, als ich gesagt habe, lüpf mal deine Zehe, hast du das gemacht? Weil du gar nicht, du hast gar keinen Bezug zum Boden. Ist so. Als kleiner Tipp. Aber versuch's nochmal, einfach die Zehenspitzen zu hochheben, ohne dass du ab, genau so. Und jetzt behältst du diese stolze Brust und squeezed einfach ganz langsam nach unten. Genau, hier squeezen. Mal runter. Wir haben hier halt eine ganz kleine Range of Motion und wieder hoch, ohne dass du absetzt. Aber es hackt irgendwie. Hackt's? Ja, muss wieder geölt werden. Okay, wir machen aber mal 10. Ich weiß, was du meinst. Auf jeden weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich merke es auch genau an der Stelle. Man sieht hier schön am Punkt, dass sie kontrahiert mit dem Po. Du hast auch ein riesiger Po. Also das ist pro Kompliment immer gemeint, wenn ich das sage. Sehr schön. Mach einfach noch mal 3 Stück etc., dass wir sehen, genau hier bewegt sich nichts. Der Kopf ist schön in der Verlängerung. Die Fußspitzen gehen nach außen weg und der oberste Punkt wird noch mal gesqueezed. Nach einer. Genau. Jetzt kannst du sie ablegen oder kannst einfach nach unten gleiten. Schwierig natürlich frei zu machen,
wenn du sie richtig geölt hast, könntest du sie wirklich einsetzen als Finisher und mal auch wirklich Gewicht drauf machst, keine Ahnung, 20-20 und mal wirklich nur die Spannung hältst. Das ist dann richtig. Das brennt dann richtig. Ja. Aber ich glaube, wir hatten noch einen anderen Griff. Ja, den kleinen Griff wäre natürlich sensationell gewesen. Warte mal. Aber mit dem geht es auch. Du merkst auch, es ist dann ein bisschen zu weit auseinander. Ja, finde ich nämlich auch. Dann kann man besser die Stabilität halten. Mhm. Warte mal, ich glaube, wir hatten hier noch. Glaube ich. Also, das ist eigentlich das eigentliche Griff. Genau, den Griff habe ich gemeint. Ich mache das jetzt noch einmal. Aber ihr seid schon mal gut für ein Home-Gym. Sind sie super ausgestattet. Also, da kann man wirklich nicht meckern. So. Das machst du bitte nie mehr. Den Griff so hochhalten, vor allem mit viel Gewicht. Versuch wirklich in der Position dann schon drin zu werden. Jetzt ist es natürlich nicht schlimm. Ja, ja. Du warst auch gerade mit dem Rücken, aber wenn es natürlich viel Gewicht ist. Dann, genau, Bandscheibe. Ja, richtig, genau. Versuch's nochmal. Also nicht nachmachen, was ich hier mache, falsch, gell? Nein. Warnung. Okay. Oh, ja, richtig. Viel besser. Richtig, richtig, sehr schön. Viel und hoch. Besser. Okay. Ja, das ist gut. Gut. Das merke ich schon. Das möchte ich jetzt gleich mal mit Gewicht machen. Du kannst ablegen. Mhm. Wie viel nimmst du sonst bei den Hip Thrust? Oh, auf jeder Seite 35. Okay, gut, dann können wir. Aber mal ich denke, da sollte man jetzt vielleicht nicht gerade mit 35 auf jeder Seite. Nee. Also 20-20 pro Seite ist super, weil da ist natürlich auch deine Griffkraft gefragt. Du musst natürlich den... Stimmt, das ist auch immer das, wenn ich viel Oberkörper mache, dann geht also das. Per se finde ich zum Beispiel Zughilfen ab einem gewissen Level finde ich es gut, auch bei Oberkörper, weil du natürlich, ich meine, der Unterarm, das ist die ganze Muskulatur. Wenn man bedenkt, dass der Oberschenkel die größte Muskulatur ist und der viel mehr bewegen kann, macht es keinen Sinn, zum Beispiel Stiff Deadlifts oder Deadlifts zu machen und dann aufzuhören, weil die Griffkraft nachlässt. Also da macht es Sinn, mit Zughilfen zu helfen, damit du hier eigentlich wirklich das Beste aus deinem Bein noch rausholen kannst. Habe ich auch da. Schön, super, perfekt. Machen wir jetzt nicht, so weit gehen wir heute nicht. So weit gehen wir heute nicht. Sie macht mich, bringt mich heute nicht mit dieser einen Übung, um. Okay. Gut, also, wir setzen nicht ganz ab. Du holst oben tief Luft, das ist eine Pressatmung, squeezed. Und hoch. Eins, zwei, nicht absetzen, nicht ruckartig. Versuch wirklich das Gewicht durchgehend zu halten, genau. Und hoch. Spannung halten auch im untersten Punkt. Komm, hoch. Und Hüfte ist nach vorne geregelt. Wir machen noch 10, 9, 8. Sehr schön. 7, nicht mit den Händen, das ist nur wirklich die Verlängerung zum Gewicht. 6, 5, bleib oben steif, Schultern zurück, noch 5, 4, ich bin da, 3, sehr schön, komm, runter, sehr gut, und noch einer, nur noch einer, schau, Jackie motiviert dich hier, gut, und ablegen, sehr gut. Ja, das ist mal was anderes. Gespürt? Und wie? Wo? Hier. Sehr schön. Unterer Rücken? Oh, nee, nicht so. Super. Das ist eigentlich auch das Ziel. Du hast, am Schluss ist es natürlich sehr anstrengend. Dann tust du so nach vorne neigen. Ja, du, bist mit, du hast die Schultern zurückgelassen und bist ein bisschen nach vorne gekommen. Da musst du versuchen, die Schultern zurückzuziehen. Aber ich weiß, es war am Schluss jetzt auch sehr anstrengend. Aber ich glaube, ich würde hier wahrscheinlich noch mal auf 17 oder so zurückgehen dann. Ja. Am Anfang. Ja. Oder? Ja 17,5. Genau. Jetzt hat... Denkt sie auch. Ich habe nichts eingestellt. Die Katze haut schon ab vor lauter Gegacker. Ciao, Lilly. Ist ja zu viel. Ist jetzt zu viel. Ja. Also wenn ich davon jetzt noch 3 Sätze machen müsste, weil ich mache ja immer 4-5 Sätze. Was? Als 10 Stück. Ja, ja. Warum? Warum? Weil ich denke, dass der Muskel das braucht.
Okay. Ich also, bin mir nicht sicher, ob das... Nee, nee. Es gibt, es, per se gibt es nie ein Falsch. Darum frage ich immer, warum macht man so viele Sätze? Es gibt natürlich auch wirklich Mammutsätze, wo man verschiedene Sätze gleich dranhängt. Ich persönlich finde zwei Sätze immer fast ausreichend, wenn man ans Muskelversagen geht. Aber auch da gibt es zum Beispiel kleine oder größere Muskulaturen, die man größer ausreizen möchte. Zum Beispiel bei Squats brauche ich mindestens 4-5 Einwärmsätze und dann gehe ich aber ans volle Gewicht, mache meine 8 Wiederholungen und versuche da wirklich höchstens ein oder zwei Übungen oder ein, zwei Sätze davor, also Wiederholungen vorher aufzuhören. Also wirklich fast ins Muskelversagen. Auch da muss man sagen, es gibt ja verschiedene Phasen, Hypertrophie, im Volumen oder im Kraft-Ausdauer-Bereich. Das ist Ausdauer sehr dann schon wahrscheinlich, oder? Ja. Nicht so viele Sätze mach als 10. Nicht unbedingt, aber ich glaube, du bräuchtest gar nicht so viele. Vielleicht wäre es sinnvoller, mal auch das Gewicht zu erhöhen und mal gucken, ob du auf den Muskel richtig triffst, weil normalerweise ist der relativ gut erschöpft nach 2-3 Sätzen. Okay. Aber eben, wie gesagt, du bist ja auch keine Anfängerin mehr und dementsprechend kann da schon mal was dahinter. Mhm. Ich will dich hip-trusten sehen. Okay, ich habe es befürchtet. Ja, das ist jetzt meine Höhe mit der Bank und ich habe auch mal eine Zeit lang die Füße höher gemacht, weil ich dann dachte, dann habe ich ja mehr Range, oder? Wie meinst du die Füße höher? Also gemacht? Auf was draufgestellt. Ah, okay, ja, macht Sinn. Macht weil die Sinn. Bank ist manchmal ein bisschen zu hoch. Genau, genau. Merkst und du auch, so, du musst dich hochhieven, oder? Mhm. Ja. Mhm. Nicht? Schau es dir mal an. Deswegen, ich bin mir da eben auch nicht so sicher. Bei mir finde ich es eigentlich noch relativ passend so mit der Bank. Mhm. Oder? Ja, mach mal eine deiner so? Sätze. So machst du das. Mhm. Nicht gut? Nein, ich habe noch nichts gesagt. Die Frage, habt ihr das gesehen, wie sie geguckt hat? Ich glaube, ich muss gerade auf Toilette. Ja doch, bei der Übung, die drückt ehrlich? Dann immer so. Kannst du kurz einhängen? Möchtest du kurz auf die Toilette? Machen wir kurz einen Break. Weil es ist super unangenehm, Hip-Trust zu machen, wenn man auf die Toilette muss. Genau. Mach kurz deine Pipi-Pause. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Es gibt die Glute Bridge. Das hast du vorgemacht. Das ist die halbe Bewegung in dem Fall. Das ist dann nur Gluteus. Und die Hip-Trust hat ja auch noch passiv den Hamstring dabei. Also im zweiten Teil. Der Fokus ist immer noch einem Po, aber da hast du viel mehr Range of Motion. Mhm. Beides ist super, also es ist nicht falsch. So und dann so. Tiefer gehe ich aber nicht. Okay, ja. Tiefer gehe ich auch gar nicht. Kann ich auch gar nicht. Kannst gar nicht, warum? Ja. Dann so. Okay, mach mal so nur 5-6 Wiederholungen. Und das ist auch die Geschwindigkeit, die du so machst, gell? Ich halte oben auch immer, genau. Schön, super. Ja. Also prinzipiell schon sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich dir würde empfehlen, ist, den Kopf nach vorne zu nehmen. Ich habe das Gefühl, korrigiere mich, wenn du es anders machst, dass du leicht nach hinten neigst. Vor allem, wenn du viel Schwung nimmst oder viel Gewicht, gehst du in die Überstreckung. Mhm. Und auch hier, der Kopf ist immer eine Verlängerung der Wirbelsäule. Du darfst dir ja nicht wie vor nicht so. Vorstellen, genau, du darfst dir wie vorstellen, als würdest du hier ein Blatt einklemmen. Ja. Das müsstest du hier ein Blatt einklemmen und eigentlich komplett steif mit dem Oberkörper geht er rein. Wie beim Squatten, oder? Richtig, genau, genau. Mhm. Also auch hier beim Squatten überstreckt man nie mehr, geht nie hoch. Mach das. Das ist meine Angewohnheit. Viel. Ich weiß. Das ist das Problem, dass sie dann beim Halswirbel und beim Trapezius total sich verspannen, weil sie das Gefühl haben, sie kommen so besser hoch. Das Problem ist aber eher, dass die Wirbelsäule sich nach oben streckt und so knallst du eher nach oben und es schießt dir in den unteren Rücken. Mhm. Auch hier versuch wirklich den Kopf. Also, wenn ich dir einen Stab nach hinten setzen sollte, sollte der genau anliegend sein und nicht, dass der Kopf zuerst kommt. Das siehst du ja selber nicht. Das ja, ist genau das, richtig. Was ich meinte, weißt du? Aber wenn ich jetzt so mache, finde ich das schon voll anstrengend. Ist es anstrengend für dich? Krass. Ja, ja. Aber du hast viel mehr Spannung da, vor allem im ganzen Oberkörperbereich. Ich mache dir ein bisschen Gewicht dran, weil ich mit dir die Ausführung jetzt kurz angucke. Die ist übrigens gut. Gell? Also nicht falsch verstehen. Also ich merke es ja, dass es ankommt im Ziermuskel. Ja, das ist schon mal gut. Das ist immer schon gut, genau. Also ich glaube, wenn ich Hip-Trust ist noch ganz gut, glaube auch. Aber bei den Quads, da muss ich mich halt immer wieder kontrollieren selber. Und davon machst du jetzt 5 Sätze? Ein Aufwärmsatz und 4 mal 10, genau. Okay, alles klar. Den Aufwärm mit 20 und dann die hier mit 35.
manchmal auch 37, aber mehr nicht. Also ich merke, dass das so meine Grenze ist, wo ich dann irgendwie immer so drumherum bin. Okay. Ich habe das Gefühl, du bist sehr explosiv im Krafttraining. Also weißt du, dass du nach oben schießt, du hältst zwar. Hast du schon mal etwas von TUT gehört? Time under tension. Das heißt, dass man eigentlich die Zeit, vor allem in der exzentrischen Phase und natürlich auch in der abliegenden Phase, misst. Beziehungsweise geht zum Beispiel, wenn TUT 212 steht, da geht man 2 Sekunden runter oder andersrum, man geht von unten 2 Sekunden nach oben, hält 1 Sekunde und geht 2 Sekunden wieder unten. Das begünstigt eigentlich die Spannung, die man eigentlich halten kann. Bei dir ist es unten, ich habe das Gefühl, dass du hier loslässt und dann nach oben schießt, was auch super ist, aber ich glaube, es wäre noch effektiver, wenn du die Spannung konstant halten könntest. Wir versuchen das jetzt mal gleich aus. Ich möchte, dass du 2 Sekunden nach unten gehst. Von unten gehst du 2 Sekunden wieder hoch und hältst 1 Sekunde, also 2, 1, 2. In Ordnung? Okay, okay. 1, 2, 1, das war zu schnell, nochmal. 1, 2, 1, 2 und halten. Und wieder runter. 1, 2, 1, 2 und halten. 1, 2, 1, 2 und halten. 1, 2, 1, 2 und halten. Nochmal. 1, 2, 1, 2 und halten und rein. Kannst reingehen. Krass, ja, das ist dann schon was anderes, stimmt. Auf jeden Fall. Wir machen es gleich nochmal ein bisschen. Mit mehr Gewicht. Ja. Nee, mit noch mehr Sekunden, dass wir mal 4 Sekunden runtergehen. Okay. Wirst du merken, dass der. Das Unterschied, dann kannst du mit weniger Gewicht im Prinzip dann den gleichen Effekt erzielen. Ja, vor allem du hast durchgehend, wie gesagt, diese Spannung, die die Muskulatur eigentlich anstrengt. Hier ist es nur explosiv, da hast du, bei dir ist, man sieht ja auch, dort, wo du Volumen möchtest, wie im Po etc., hast du Volumen, aber ist es auch qualitatives Volumen? Weißt du, was ich meine? Die Mitochondrienbildung versuchen wir jetzt ein bisschen anzukurbeln, dass du da wirklich da noch ein bisschen Reiz hast. In Ordnung. Ja. Okay, gut. Mikrofon ist wieder dran. Ja. Oder? Ja. Schon gut. Geht, gell? Ja. Also 4. Okay. Ich zähle wieder für dich. Du kannst dich nur darauf konzentrieren, dass du das Tempo reinhältst. Übrigens, ihre Position ist super, das ist ein 90-Grad-Winkel. Es sollte auch nicht zu viel sein, weil sonst hast du zu viel Spannung auf dem Hamstring. Es sollte auch nicht zu nah sein, sonst dann hast du Belastung auf der Kniescheibe. Also das ist schon mal gut. Ohne Spiegel. Sehr schön. Also, okay. Ready? Okay, wir gehen 4 Sekunden nach unten. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Squeezen. 1, 2, 3, 4 und hoch. 1, 2, 3, 4. Du bist immer schneller nach oben. Nochmal. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und squeezen. Nochmal 5 Wiederholungen machen wir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Squeezen. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Denk an deinen Nacken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und squeezen. Und noch 3. 1, 2, 3, 4. Und hoch. 1, 2, 3, 4. Noch zweimal. 1, 2, 3, 4. Super. Und 1, 2, 3. Und hoch. Und squeezen, squeezen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 1, 2, 3, 4. Machen noch einen Durchgang. Komm noch einmal runter. 1, 2, 3, 4. Und hoch. 1, 2, 3, 4. Und halten. Jetzt halten wir. Wir halten 10 Sekunden und hoch, ganz hoch, komm, Po ganz anspannen, auf den Zehen, komm. Gut, sorry auf den Fersen. Sorry auf den Fersen. Aber du hast gleich reagiert. Komm hoch, 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 hoch. Komm, noch 5, 4, 3, 2, 1 und rein. Wow, okay. Hast du den Unterschied gemerkt? Ja, ja, auf jeden Fall. Es geht noch viel tiefer. Ja, und vor allem. Bis in die Kniekehle. Ja, ja. Darum, manchmal braucht man gar nicht mehr Gewicht, sondern man kann auch mit TOT, also Time Under Tension, relativ viel machen. Ja. Oh Der Satz geht mein Gott.
Der Satz geht ein bisschen länger so, aber da merkst du auch, du musst jede Muskelfaser wird viel mehr beansprucht. Das ist das Problem, wenn man explosiv schafft, sind die kleinen Muskelfasern werden gar nicht groß belastet. Das ist der große Muskel, der angespannt wird oben und dann lässt du ja wieder los. Wenn du aber die konstante Spannung hast, merkst du, das brennt irgendwann so hart, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist völlig ein anderer Reiz, den man aussetzt. Ja, das ist so. Ja, krass. Also das heißt, dann brauche ich davon aber dann nicht 4 Wiederholungen machen? Oder wie viele Wiederholungen würdest du dann machen? Das Ding ist, es ist auch ein bisschen Mythos. Ich finde, man sollte sich nie groß auf Wiederholungen und Sätze versteifen, sondern den Muskel so gut wie möglich ausreizen. Ich persönlich würde da mal vielleicht 3 Sätze machen mit, sagen wir, 10 bis 12 Wiederholungen. Also du hast die gleiche Wiederholungszahl, aber weniger Sätze, weil da natürlich eine größere Anstrengung ist. Und weil du ja auch länger brauchst, das heißt, trainingsmäßig bin ich dann gar nicht langsamer. Nein, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen länger Pause brauchen, weil es natürlich jetzt am Anfang auch anstrengender für dich ist. Weil der Muskel kennst du noch nicht und du auch noch nicht. Krass. Ja. 4 Zählzeiten in dem Fall, ha? In dem Fall ist das Beste. Ja. Okay. Also auch hier, es gibt per se, ich würde jetzt einfach mal bei dir 4 nehmen, weil du hast gemerkt. Weil ich dazu neige, zu schnell zu sein. Ja. Hast du auch gemerkt, wenn du hochkommst. Ja, ja. Du bist eine, wo super hochschießt und denkst, ah, scheiße, 4 Sekunden und dann hast du angefangen. Genau. Da war doch was. Genau. Bis die Info wieder durch war. Super. Da hätte ich gerne mal ein Trainingsvideo. Ein Trainingsvideo? Ja, also du kannst einfach mal das Handy irgendwo hinstellen. Ist gut, mach mal da beim Laufband. Das habe ich schon mal probiert und dann schicke ich dir das mal durch. Einfach, dass ich da ein bisschen die Kontrolle habe, wie das bei denen aussieht. Das fängt schon an. Kontrolle. Ich sehe alles. Sehr schön. Aber ist gut. Hast du Fragen dazu? Nein. Was würdest du mir jetzt von Gewicht empfehlen am Anfang? Mit 10 oder? 15. 15, habe ich jetzt auch überlegt. Ja, 15 ist völlig in Ordnung. Und wenn du merkst beim zweiten Satz, das geht noch, dann kannst du auch einen 20er rein. Aber ich würde mit 15 zuerst mal bleiben. Mhm. Lieber weniger und versuchen wirklich die Technik gut reinzubekommen und dann mit dem Gewicht hoch. Technik immer vor Gewicht. Ja, krass. Seht ihr, schon bei einer Übung. Und davor habe ich ja schon eine Übung gelernt. Also ihr seht, ich werde heute wahrscheinlich rausgehen und das Gefühl haben, mein Gott, was hast du da eigentlich die ganze Zeit gemacht? Nein. Ich merke den Effekt trotzdem, aber wenn man natürlich effektiv noch mehr rausholen kann, umso besser. Und es ist wahrscheinlich sogar gelenkschonender. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, eben durch diese Explosivität kannst du natürlich viel schneller Verletzungen dir holen. Genau. Das ist natürlich dann das andere. Hatte ich jetzt noch nie, aber will ich auch nicht. Super. Und deswegen. Das ist das Schöne beim Kraftsport, man lernt eigentlich auch nie aus. Es gibt so viele verschiedene Varianten und auch Satzanzahlen, auch dass man eben mit Geschwindigkeit arbeitet. Also auch da kannst du wirklich en masse Reize setzen. Man muss es einfach machen. Super. Bin ich schon mal sehr, sehr froh, weil die Übung mache ich nämlich noch wirklich gern. Cool. Tatsächlich. Schön, das freut mich. Ja. Super. Dann mache ich noch einbeinige an der Beinpresse. Oh, schön. Schwächern wie geht und passe die Wiederholungszahl mit dem Wie süß. Mag ich nur lustig. Nee. 1,60 Meter. Wie ich? Erstens hat man eine Verspannung im 2. Die Tiefe ist mega. Also